grüß Gott und hallo. Ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie wieder, wie immer, zu einem interessanten Thema aus meinem Sprechstundenalltag. Sehen Sie sich einmal diese Bilder an. So sehen Flohstiche aus. Typischerweise bilden sie eine Art Straße, wie sie auf dem einen Bild zu sehen ist, oder solche gruppierten roten Flecken mit Bläschen. Das Typische von diesen Flohstichen ist, dass sie sehr, sehr jucken. Und dieser Juckreiz führt gerne zu einem ganz ausgeprägten Kratzen, welches zu entsprechenden Entzündungen führt. Und das gilt es möglichst zu vermeiden. Flohbisse entstehen in der Regel durch zwei Ursachen. So erlebe ich das in der Kinderarztpraxis. Sie sind dort vorhanden, wo Haustiere vorhanden sind und insbesondere dort, wo Haustiere wie Katzen und Hunde in das Schlafzimmer dürfen und am allerschlimmsten auch noch, wenn sie ins Bett dürfen. Und dann erlebe ich Flohstiche dann, wenn Kinder mit Vogelnestern gespielt haben und sie möglicherweise noch ins Haus gebracht haben. Normalerweise saugen Flöhe das Blut, das sie zum Leben brauchen, am liebsten bei Tieren. Wenn die aber nicht vorhanden sind, ersatzweise auch bei Menschen. Und bei Kindern noch lieber wie bei Erwachsenen, weil die in der Regel tiefer schlafen und es zunächst nicht merken und sich nicht wehren. Was kann man tun, um diesen Juckreiz dieser Flohstiche zu bekämpfen? Man kann Salben oder Gele auftragen, die man auch bei Insektenstichen benutzt gegen den Juckreiz. Man kann Zink-Schüttelmixturen mit juckreizhemmenden Substanzen benutzen. Manchmal reicht es auch, wenn man einfach nur kühlende, mit Wasser getränkte Umschläge auf die Partien legt. Manchmal kommt man um das Auftragen einer kortisonhaltigen Salbe nicht drumherum, wenn all diese vorhergesagten Mittel nicht wirken. Das Ziel ist es, die Zeit zu überbrücken, in der dieser Flohstich sehr stark juckt, um eben Entzündungen zu vermeiden. Nach meiner Erfahrung sind meistens darüber hinausgehende Maßnahmen nicht erforderlich, wie jetzt zum Beispiel das Wechseln der Bettwäsche oder das intensive Reinigen des Zimmers. Das ist eine Erfahrung, die ich hier einfach weitergebe. Es genügt meistens einfach ein paar Tage, gar nicht das Schlafzimmer zu benutzen. Der Floh sucht sich dann das Tier wieder, wo er sicherer zu seinem Blut kommt. Die wichtigste Maßnahme, um Flohstiche zu vermeiden, ist, wenn Haustiere ein absolutes Schlafzimmerverbot haben. Und wenn man mit Kindern bespricht, wo eben Flöhe vorkommen können, zum Beispiel in Plätzen, wo sich Tiere aufhalten, aber eben nicht immer, wie zum Beispiel Vogelnester oder aber Decken, wo Hunde oder Katzen sich gelegentlich hinlegen. Dort muss man damit rechnen, mit Flöhen in Kontakt zu kommen. Flöhe kommen in allen Familien vor. Sie sind kein Zeichen für mangelnde Hygiene. Gott sei Dank zählen die Flöhe heute nicht mehr zu den gefährlichen Tieren. Es war schon mal anders. Flöhe hatten in der Pestzeit mit der Verbreitung der Pest zu tun. Gott sei Dank sind diese Zeiten vorbei, sodass wir heute nur noch von lästigen Flöhen, aber nicht mehr von gefährlichen Flöhen sprechen müssen. Wie gehen wir mit der Sonne um? Wie vermeiden wir Hautkrebs? Und was bedeutet richtiger Sonnenschutz? Die Angst vor dem Hautkrebs ist die Motivation für die Werbung für Sonnenschutzmittel. Sie ist wichtig, zugegeben, aber wichtig ist vielmehr, dass wir den goldenen Mittelweg finden im Umgang mit der Sonne. Trampolin, das Trampolinspringen, ein super toller Sport, der unheimlich viel Spaß macht, mir allerdings in der Sprechstunde nicht immer. Fast in jedem Garten steht heutzutage ein Trampolin, meist von der größeren Sorte, und ich gebe zu, mir gefällt es auch. Schauen wir uns ein Baby an, welches auf der Unterlage liegt. Der Kopf des Babys ist deutlich größer in Bezug auf den Körper, als es dann ist, wenn das Kind älter ist als ein Jahr. Das heißt, wenn es flach liegt, liegt der Kopf auf der Unterlage so auf, wie der erwachsene Kopf
auf dem Kissen auf der Unterlage liegt.